mal nach, wir werden es sehen. Entweder sehen wir jetzt gleich hier sogar eine dritte und entscheidende Map. Das wäre dann übrigens DE Overpass oder eventuell setzt sich ja hier Aristocracy gegen Optic Gaming durch. Der einzige Vorteil, den natürlich Aristocracy hier hat, ist, dass sie auf der City-Seite starten dürfen. Snappy auf jeden Fall schon mal mit dem ersten Frag unterwegs. Tess und Minais können das Ganze ausgleichen. Minais mit dem nächsten. Also auch da unglaublich stark wieder unterwegs. Die AWP von den Polen. Und man huscht jetzt doch nochmal nach oben. Also 4 gegen 2 Ausgangssituation. Bombe ist gelegt. Und jetzt gleich wird es hier einen explosiven Rausrush geben. Und da holt sich Dua die wichtigen 2 Frags. Und man hat es damit. Offiziell Aristocracy schafft hier die Pistole gegen Optic Gaming zu holen. Aber großer Vorteil natürlich bei den Dänen. Sie haben sich hier eine Bombe legen können. Und aus diesem Grunde haben sie natürlich bedeutend mehr Geld als sonst. So, es könnte sogar dann den Forst bei hier bedeuten bei Optic Gaming. Das werden wir jetzt hier nach den besten Szenen, die uns nochmal kredenzt werden, sehen. Und ja, hier sehen wir es auch. Es ist der Forst bei. Es wird sogar komplett mit SMGs gearbeitet. Und das könnte natürlich überraschen, beziehungsweise auch insgesamt durch diesen schnellen Spielstil, durch diese schnelle Schussfrequenz. Vielleicht ein Vorteil für die Jungs von Optic Gaming bedeutet. Vor allen Dingen, man hat ja die Helme. Und mit Helmen und SMGs, vor allen Dingen gegen so eine geballte Power, kann das immer wieder böse, böse enden für die Herrschaften auf der City-Seite. So, jetzt geht es auf jeden Fall ans Eingemachte. Ein, zwei Spieler sind unten. Dua kann aber 2 mitnehmen. So, und dann ist es wichtig, dass Maus jetzt hier zumindestens einen Spieler rausnimmt. Und er sieht hier den Bombenplanter, der jetzt hier nochmal zum Legen gekommen ist. Weiterer Spieler noch bekannt in der Tür. Nur noch der letzte. Der ist nicht klar. Wobei hier in dem Fall ist er klar, doch. Refresh spielt das eigentlich so gut aus. Er fasst keine Möglichkeit hier. Und Maus unterstützt das Ganze nochmal. Holt sich hier die Runde und Refresh. Mit allen Mitteln hat er es da versucht. Trotzdem, Bombe wurde wieder gelegt. So, 2:0 steht es hier. Trotzdem, man hat die Bombe gelegt und man hat 2 Spieler rausnehmen können. Das ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt auf Seiten von Optik. Und jetzt geht man lieber auf die Pistols. Eine SMG hat man da noch. Bei Snappy holt sich einiges an Smokes. Die kann man natürlich für die Balance Smokes außen verwenden, aber auch natürlich für Zugriffe Richtung Halle, Richtung Rampe, was auch immer. So, Rallen auf jeden Fall erfolgreich. Config und Snappy sind die letzten beiden Überlebenden, die jetzt hier nochmal ran müssen. Und Maus schafft es hier, einen beide rauszunehmen. Und damit ist die dritte Runde für Aristocracy. Sehr schön, 3:0. So. Tess auf jeden Fall der letzte Überlebende hier in dieser Equipped Round. Schafft es Optic Gaming auf jeden Fall schon mal eine wichtige Terrorrunde für sich zu erzielen. Und vor allen Dingen ist das nicht aus der Pistole
erschlossen, sondern aus der laufenden Spielzeit. Das ist wichtig. Also man muss ganz klar sagen, Aristocracy, meines Erachtens brauchen sie hier mindestens 12 bis 13 Runden auf der City-Seite. Sonst können sie es echt vergessen. So, Ralle im Außenbereich. HWP ist natürlich extrem wichtig hier auf den Nuke. Da wird natürlich gleich MSL auch gegenhalten. Nico kriegt auf jeden Fall schon mal einen Hit und man zieht sich dann auf jeden Fall zurück. So, das heißt, Dühar, der hat jetzt erstmal keine Möglichkeit noch zu unterstützen, genauso wie Rallen. Die beiden sind jetzt quasi gerade einfach komplett gewastet. Da sollte man natürlich aufpassen. Gut, Rallen jetzt im Außenbereich nochmal erfolgreich gewesen und jetzt an der Rampe auch nochmal den nächsten Frag fast gegen Refresh erzielt. Der schafft es auch mit 5 AP hier noch wunderbare Shots zu setzen. So, und MSL, der schafft es gegen Dühar hier auf jeden Fall nochmal einen Vorteil zu erspielen. Und jetzt geht es hier für Nico, Snappy und Refresh letztendlich ins Eingemachte. Die müssen in der Halle funktionieren. Erster Spieler bekannt, zweiter Spieler gesehen, dritten auch. Und Snappy holt wirklich nur noch beide. Das darf nicht passieren. Wenn man jetzt diese Runde hier abgibt, dann ist natürlich hier komplett vorbei. Dann kann der Zorn auf jeden Fall groß werden. Nachvollziehbar und Maus, jetzt zieht rum. Vierte Runde für Aristocracy. Und damit haben wir es. So, MSL auf jeden Fall mit der AWP erfolgreich gegen das City-Aufgebot. Und das ist auf jeden Fall schon mal wichtig, dass man den ersten Spieler außen da erwischt hat bei Optik. Vor allen Dingen ist es einfach der Punkt, wenn man hier eine Runde gegen Aristocracy gewinnt, dann sind die Jungs erstmal in der Eco. So, Konfig mit dem Versuch, aber Dühar, der schafft es hier, den nächsten Frag rauszunehmen. Unfassbar. So, die Geschichte mit der AUG, um es nochmal zu erläutern. Es gab ein Preisupdate und das vor ungefähr 3-4 Monaten, wo die AUG günstiger gemacht worden ist. Die war nur noch $50 teurer als die M4 und dann haben sich die ganzen Pros dazu entschieden, durch ihre Stats, durch ihre Statistik, durch ihre Penetration und auch Schussfrequenz etc. die AUG zu spielen und dadurch haben sie jetzt gerade wirklich gemerkt, dass die AUG eigentlich eine sehr gute Waffe ist. Sie wird immer noch nach diesem Preis-Update weiterhin gespielt. 4:2 auf jeden Fall. Optik schafft es hier nochmal eine Runde für sich zu erzielen. So, 4:2 steht es. Und jetzt möchte Aristocracy hier mit voller Gewalt in den Vorraum reinpushen. Und das ist natürlich eine
schwierige Situation, wenn man also hier jetzt schon auf der City-Seite nicht dominieren kann, sondern Optic Gaming hier nach 7 gespielten Runden schon 3 Terrorrunden für sich entscheidet, dann könnte es hier wirklich eine schwere, schwere Hausnummer für die Herrschaften aus Polen bedeuten. So, und dadurch, dass man natürlich jetzt diese Runde hier abgegeben hat und der Money-Bonus sich immer wieder komplett abbauen kann, beziehungsweise nicht aufgebaut hat, ist natürlich Aristocracy jetzt hier mit der nächsten Pistol-Runde gestraft. Und Optik, die nutzen das Ganze natürlich, um sich hier souverän durchzusetzen. Die Halle wird gelegt und außen drumherum warten die Spieler. Config und MSL. Jeweils mit Frags. Und auch Nico durfte schon einmal zuschlagen. So, und auch das hat Config auf dem Schirm. Also da wird wirklich jede Ecke überprüft, jede Ecke gecheckt. Und daran merkt man auch immer wieder, ob sich Teams auf einer Map wohlfühlen oder nicht. So, einen Augenblick bitte. So, Freunde, und damit sehen wir jetzt hier die nächste Runde. Fünfmal AUG bei Aristocracy. Optic Gaming hier mit der AWP am Start. Config ist jetzt gerade auch wirklich erfolgreich gegen Düha. So, Maus hier, schön zusammen mit Minais. Die können hier gegenhalten. MSL kriegt auch nochmal sein Fett weg. Aber dann kommt Snappy, der hier gegen Minais einen ganz, ganz wichtigen Frag zieht. So, MSL und Config, die letzten beiden. Oh, oh. Sieben AP nur noch bei ihm. Aber mit einer AWP kann man so etwas rausholen, wenn halt die beiden Shots sitzen. So, Tess und Maus wollen beide über die Rampe kommen. Aber man aimt schon ab. Sehr stark gemacht von MSL, von Maus, der hier MSL rausnimmt. 5:4 von Aristocracy. Und man ist immer noch nicht auf einem richtig grünen Zweig. Denn Optic Gaming, die haben natürlich jetzt hier ordentlich Geld gespart. Die können hier ordentlich einkaufen. Und Aristocracy, die sind hier wirklich am Existenzminimum. Kaum Waffen vorhanden.
So, und dann sind da auf jeden Fall schon mal die Jungs von Aristocracy am Start, um letztendlich so einen Halle-Rush hier auf jeden Fall abzustellen. Ich finde es schön, dass Optic Gaming auf jeden Fall timing-technisch, tempotechnisch was ändern möchte. Und letztendlich sich versucht, dadurch hier dominant durchzusetzen. Aber Aristocracy bis dahin auf jeden Fall stand gut. Boah, was für weiter. Also Aristocracy hier auf jeden Fall mit dem 6:4 stark unterwegs. Gute Leistung, die man da gesetzt hat. Und somit haben wir hier 6:4 in diesem Partie. Trotzdem gehe ich davon aus, dass diese vier Terrorrunden fast schon reichen sollten. Lass mich gerne eines Besseren belehren. Mit einem. Oh, was für ein Brett. Aber wie nice mit der Antwort. Überall klingelt es gerade. Sehr, sehr schönes Aim-Niveau. Was wir hier sehen auf jeden Fall. So, Nico und Snappy, die beiden gegen zwei. Und ganz ehrlich, das sollte hier eigentlich Eros vernünftig auf die Reihe kriegen. Aber schon wieder zwei Spieler verloren. Das heißt, wenn Nico und Snappy jetzt hier noch ein, zwei Spieler rausnehmen, ist der Rundengewinn dann auch nicht mehr so wertvoll, wie man ihn eigentlich haben wollen würde. So, und damit sind es nur noch 4 AP und damit nehmen sie ihn raus. 7. Runde für Aristocracy. Und somit haben wir das 7:4 hier. Er spielt. So, wenn, dann wolltest du nicht mal den Veggie-Burger von McDonald's letztens testen. Jo, habe ich sogar gemacht. Ich muss sagen, ich habe ja mich ein Dreivierteljahr vegan ernährt. Und da kenne ich dann halt auch schon so ein paar, sage ich mal, Veggie-Burger von verschiedenen Anbietern. Das heißt jetzt nicht Burger, sondern halt die Patties. Und schmeckt halt einfach ähnlich. Ist jetzt nichts Spezielles, muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern ist wirklich eher so, ja, Standard. Einmal eine Bitte. So, damit geht es in die nächste Runde. Optic Gaming hat sich hier nur Pistols geholt. Die Frage wurde gerade gestellt, wie kann man sich den Geschmack vorstellen? Ja, wie halt so ein veganes Patty, so. Ist ganz schwer zu sagen. So Paprika in diese Richtung. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber gibt Besseres, ne? Muss man einfach ganz klar sagen. So, und Minais, schön hier noch den Winkel gewählt. Das heißt, 8. Runde für Aristocracy. Und Optik, die brauchen jetzt hier mindestens noch eine Ründchen. Gehe ich mal von aus, damit es noch komfortabel bleibt. Alles Gute, Ducky Panda. Macht dir keine Probleme. Aber ja, ich freue mich natürlich immer, wenn mein Name richtig geschrieben wird. Mit großem V, einer 3 und einer 0 für E und O. So, nächste Runde. AWP weiterhin bei MSL, keine Doppel-AWP auf Seiten der Cities. Man hat nur Minais, in Anführungszeichen nur Minais. Er ist natürlich immer wieder ein unglaublich starker Spieler, der viel, viel Impact aus seiner AWP herausholen kann. So, MSL möchte jetzt eigentlich hier schön mit dem Druck, na, umgehen können.
Eine Granate ist bekannt, wo er herkommt, aber Rallen schafft es hier mit einem sehr ungewöhnlichen Winkel für MSL seine Arbe herauszunehmen. So, man setzt ihn jetzt weiterhin unter Druck, die Spieler, und schon wieder sieht er der Köpfchen. Er kann wieder Köpfchen wegknipfen, knipsen. Jetzt hat er sich noch hingehockt. Hat man hier Nico auf dem Schirm, dass der schon in der Meckhalle unterwegs ist. So, Nico sogar mit der Flashbang komplett aus dem Leben genommen. Refresh. Letzter Überlebender alleine gegen 5. Und jetzt Aristocracy spielt sich langsam aber sicher in einen kleinen Rausch. So, Freunde, damit bespricht man sich nochmal. Optik Gaming hat aber immer noch nicht genug Geld, um hier wirklich zu equippen. Das heißt, wir sehen hier immer noch 4 Pistols, eine einzige AK und diesmal Refresh in den Händen. Aber ganz ehrlich, da ist hier auf jeden Fall auch gut aufgehoben. So, schöne Movement hier, den hier Minais gezeigt hat, aber es reicht nicht aus. Man hat hier Schwierigkeiten gehabt, gegen dieses komplette Aufgebot hier die Frags zu erzielen. Und Maus steht natürlich jetzt in der Ecke unter Druck gesetzt. Nummer 1 nimmt er raus, Nummer 2 schön gemacht. Schon hat man hier natürlich mehr Möglichkeiten, wieder ausgeglichen zu funktionieren. Aber Config und MSL, die haben noch was dagegen. Die wollen diese Runde erzielen. Rallen aber nochmal erfolgreich. Rallen jetzt auch nochmal hier den Spieler fündig gesehen. Maus jetzt hier im 1-on-2. Und Maus hat keine Chance. 9-5 in Optik Gaming durch einen, ja, Pistol Rush ziemlich zügig hier die Runde erzielt. Ganz wichtig für sie. Schon vom Weltrekord bei CSGO gehört? Nein. Was für ein Weltrekord? So, und damit Optik hier auf jeden Fall die 5. Runde für sich erspielt. Aristocracy. Schön von Minais. So, Snappy. Kriegt dann jetzt auch noch Maus raus und Config sieht dann noch Düha. Also sie wollen ihn nicht hier die Double Digits geben und auch Minais veraimt da brutalst in dieser Runde. So, damit auf jeden Fall ein gesundes Halbzeitergebnis. Das wird auf jeden Fall noch eine spannende Angelegenheit. Wir machen hier ein kurzes Päuschen und sehen uns dann wieder in wenigen Minuten. Also bis gleich, liebe Freunde. So.
So, meine Damen und Herren, und damit sind wir wieder zurück hier zur zweiten Halbzeit, der zweite Map zwischen Aristocracy und Optic Gaming. Also, es geht jetzt hier auf D-Nuke in die zweite Halbzeit. 9:6 hat man gespielt. Am Ende bei Aristocracy doch nochmal einige Runden auf dem, ja, auf der Strecke gelassen. So, und damit jetzt hier auf jeden Fall auch wieder der schnelle Rampe-Rush. Aber da ist man auch nach unten gemoved. Also Snappy hier erfolgreich mit dem ersten Break. Düha kriegt auch einen weiteren raus. Damit haben wir jetzt hier schön 2 gegen 2 getradet. Aber MSL ist früh da. Der will natürlich hier noch einen weiteren Break erzwingen. Schafft er aber nicht. 37 HP nur noch bei ihm. Oh, schönes Brett hier von ihm. Stark! Und dann Refresh, aber zu starkes Aiming hier gezeigt. Maus jetzt im 1-on-2. Erster Spieler ist bekannt, zweiten Spieler auch jetzt. Und damit versucht man natürlich mit allen Mitteln hier irgendwie dieses Duell zu schaffen. Aber die Frags oder die Shots wollen einfach nicht ankommen. Maus kriegt hier keinen Frag für sich erzielt. Also 9:7, Optic Gaming holt damit die City Pistol. Trotzdem, man hat natürlich auf der Terrorseite jetzt hier die Bombe gelegt. Und das macht natürlich nochmal einiges an Druck groß. Und somit haben wir jetzt hier das 9:7. Und Aristocracy kauft rein. 3 AKs, eine Galil, eine Deagle. Oh, und MSL
Da klingelt's auf jeden Fall schon mal im Köpfchen. Man hat hier auf jeden Fall noch andere Dinge vor, als sich der Niederlage zu ergeben. Tom Düher mit dem ersten Break gegen Nico. Und wenn man natürlich jetzt hier mit der ersten Equipped Round sofort punkten kann, wäre das natürlich Gold wert. Einziger Wehmutstropfen, man spielt hier natürlich nicht gegen das Full-Equipped Optic Gaming. Sondern hier hat man ja nur, in Anführungszeichen, SMGs. Ist nicht perfekt ausgestattet. MSL rotiert jetzt sogar nach unten. Muss natürlich auch den Abgang da besser unter Druck setzen können. Sonst Snappy gegen Minais zumindest hier einen wichtigen, wichtigen Frag erzielt. So, wer wird jetzt hier die Nase vorne haben? Kann Optic Gaming diese Runde nochmal rumdrehen oder schafft es Aristocracy? So, und dann wird Snappy zumindest aus dem Leben genommen. Also er schafft es mit der SMG zumindest nicht zu punkten. Jetzt hat man aber hier MSL nochmal an der Wand und auch er hat zu wenig HP. Und das ist das beste Beispiel darum, warum man zum Beispiel einem Low-HP-Spieler eine AWP droppt. Ihr habt es gerade gesehen. Einen Hit hat er gesetzt, der zweite hat aber nicht mehr gereicht, denn da ist er dann schon gefallen von seinem Gegner. Ja, und das vorzüglich gespielt von Aristocracy. Die können hier die 10. Runde für sich schon mal safe machen und damit haben wir ein 10:7. So, Test, der erfahrene polnische Ansager, gibt natürlich alle Infos weiter, die wichtig sind. Auch einer der größten Charaktere im Counter-Strike, vor allem im europäischen. Lange Zeit ganz oben mit am Start gewesen. Auch schon zu 1.6 Zeiten schon sehr stark gewesen. Konnte auch da immer wieder die ein oder anderen Erfolge feiern. Und mal sehen, wie lange uns dieser Spieler hier auf jeden Fall noch erhalten bleiben wird. So, und Düher, der kann zumindest jetzt schon mal relativ early MSL rausnehmen, auch wenn er hier selber nur noch 32 HP hat. So, und wann fängt Optik an, hier wieder Spielanteile zu erzielen? Spätestens in der nächsten Runde gibt es natürlich hier die Equipped Rounds. Aber Nico, dem reicht sogar schon die 5-7, um sich gegen Rallen durchzusetzen, aber Tess unterstützt ihn da und kann ihn dann natürlich rausnehmen. So, auf diese Distanz selbst kann man mit der XM funktionieren, wenn man das Pattern kennt, wenn man damit funktioniert und wenn man auch natürlich auch das passende Timing bekommt. Und damit holt sich Aristocracy hier die 11. Runde. Es sei denn, Snappy und Refresh, die drehen das Ganze nochmal. So, nächste Runde Optic Gaming mit zwei AKs, die konnten sie durchbringen. Und manchmal reichen sogar diese kleinen Waffen, um letztendlich hier eine Runde erzielen zu können. Tess aber jetzt hier mit richtig Vollgas direkt den Schacht hinunter. Und außen sind auch die Smokes da, um letztendlich da gebündelt den Spot einzunehmen. Aber da wartet man auch mit drei Mann schon. Also man hat da, oh, da hat man es gerade gesehen, was ein Timing, aber Snappy.
Und diesen Frag Test unglaublich schwach gespielt da in dem Augenblick. Und auch das hier von Ralle nicht gut gespielt. Minai ist jetzt derjenige, der vielleicht hier nochmal das ganze Problem rumdrehen kann. So, es ist eigentlich klar, wo der Spieler ist. Und Snappy, der lackt sich da schon wieder ein zurecht. Unglaublich. Ja, das ist so scheiße gespielt von Aristocracy. Echt unglaublich. So, und damit haben wir hier eine 8. Runde für Optik. Die brauchten nur 2 AKs, um sich hier durchzusetzen. Und das ist der große Faktor bei Aristocracy, die jedes Mal unglaublich schlecht spielen in solchen Situationen. Und dann letztendlich am Ende wieder die Runden fehlen, um da sich gegen ein Optik Gaming auf den Nuke durchsetzen zu können. So, und auf einmal diese Runde hier kriegt man zumindest schon mal vernünftig eröffnet. Aristocracy kann das, diese Deckung von Optik gerade auf jeden Fall durchbrechen. Sie schaffen es hier auf den unteren Spot zu kommen, um letztendlich die Bombe zu legen. Und Minai, der macht von hinten auf jeden Fall schon mal Druck. MSL, der wird da nichts mehr hinkriegen, wird dann rausgenommen, sehr stark von ihm. Kann die AWP übernehmen, jetzt weiß man hier, okay, von der Rampe her wird auf jeden Fall erstmal nichts kommen. Ja, und dann Refresh. Ne, nur noch ein Trade. Konnte 1-1 traden. Muss jetzt hier natürlich das Zeitliche segnen. Weit weglaufen. Und das scheint hier ganz klar die 12. Runde für Aristocracy zu sein. Und man hat ja gerade auch Chat gehört. Das heißt, es kann gut möglich sein, dass man sich hier in eine Overtime, nicht in eine Overtime, sondern in ein Timeout gerade hineincallt. Ja, und wichtige 12. Runde für die Herrschaften von Aristocracy. Und wir gucken mal auf die Kohle von Optik Gaming. Die haben natürlich hier die ein oder andere Runde geholt. Deswegen ist der Money, der Loser-Bonus natürlich auch nicht ins Maximale nach oben getrieben. So, und da sehen wir jetzt die taktische Pause, wie man es gerade schon erwartet hat, durch diesen Chat, den man im Hintergrund gehört hat, dieses Klicken. Okay. Willkommen zurück. So, vielen, vielen Dank für das ganze positive Feedback, was da gerade im Chat stattfindet. Sehr, sehr schön. Freue ich mich, Freunde. So, 12:8 ist hier der Spielstand. Und man muss jetzt bei Optik Gaming langsam aber sicher wirklich anfangen, sich hier auch Runden zu erspielen. Der große Nachteil, man befindet sich auf der City-Seite. Da hat man natürlich immer wieder finanzielle Probleme, je nachdem, wie die Runden natürlich verloren gehen. So, und in welche Richtung wird es gehen? Nochmal in der Halle nach oben geboostet, auf die Reling, auf die Strebe. Schöne Molotow auf jeden Fall gegen Config. Der wird erstmal in die Ecke gedrängt. Aber es geht dann doch nicht Richtung Halle, sondern man möchte Richtung Rampe gehen. Und Snappy hat das sofort geschnallt. Ist sofort nach unten gegangen. Nico jetzt nochmal als Unterstützung von der Rampe. Macht einiges an Damage. Also Maus und Düha auf jeden Fall schon mal low geschossen. Trotzdem ist es noch nicht entschieden, in welche Richtung es gehen wird. Und geht jetzt hier erstmal unter den Cat. Möchte da auch nochmal den einen oder anderen Spieler auf jeden Fall rausnehmen. Und jetzt dauert es ein bisschen zu lange, weil man hat bei Optik Gaming schon relativ zügig verschoben. Nico mit einer sehr, sehr starken Position.
So, und jetzt die Frage, wo es hingehen wird. MSL verschießt das Ganze durch einen kleinen Jiggle-Peak von Rallin. Jetzt hat er sich eine neue Position gesucht. Und dann wird es hier wirklich 1-1 getradet. Snappy immer noch in der Ecke, da darf er natürlich nicht mehr als noch einen holen. Schafft er dann in dem Augenblick, schon hat man hier eine 3-gegen-2-Situation. Jetzt schön der Bombenleger rausgenommen, stark gemacht. Rallin im 1-on-3, Nummer 1 nimmt er mit. Nur noch 7 Sekunden auf der Uhr, aber dann ist Nico da, holt hier die 9. Runde für Optik. Und somit haben wir das 12-9 Zwischenergebnis. Und ja, es bleibt hier auf jeden Fall sehr, sehr spannend. So, MSL auf jeden Fall hält gegen. Man kann bei Aristocracy nicht einfach so mit geballtem Tempo und geballtem Speed hier einfach so gegen das Team von Optic Gaming bestehen. Refresh als Unterstützung zusammen mit dem guten... Eieiei, war das krass, ey. Jetzt bin ich gerade komplett durch. Entschuldigung. So, wo geht's weiter? Snappy schließt erstmal aus, kann also damit ansagen, dass im Forum erstmal nichts mehr unterwegs ist. Wie nice, wichtig, dass auf jeden Fall jetzt keiner der beiden Spieler hier irgendwie ohne Gegenwehr fällt. Refresh schafft das Duell nicht, wie nice. Erfolgreich. Erst den Spieler hier auf jeden Fall rausgenommen, Düha ist in der Main unterwegs. Wie nice, wichtig gegen Snappy. Holt hier einen unglaublich starken Frag und dann ist es MSL. MSL alleine gegen zwei, Düha und wie nice. So, und MSL wird rausgenommen, 13-9. Aristocracy schafft es hier, die Jungs von Optik in finanzielle Probleme zu schicken. Und hier könnte es jetzt wirklich doch nochmal ein bisschen kritischer werden. Man streamt mal wieder privat. Wird bald kommen, liebe Freunde. Keine Sorge. Wird bald kommen. Aber wenn, dann möchte ich halt auch richtig starten. Und ich möchte dann auch alles safe haben. Auch was Kleingewerbe angeht. Und. Dann werde ich richtig eskalieren, Freunde. Wirklich. Versprochen. So, weiter geht's. Die Jungs von Aristocracy wollen sich hier zumindest schon mal die 14. Runde sichern. Optic Gaming ist mit 9 Runden am Start. Und jetzt bloß nicht gegen diese Pistolrunde verlieren bei Aristocracy. Sonst hast du die Kacke am Dampfen, dann war's das. Ja, und da ist schon wieder der erste Fehler. Unglaublich, man steht mit einem einzelnen Spieler, steht man im Vorraum. Super schlecht gespielt, auch das wieder. Aber jetzt nimmt man Stück für Stück den Raum ein, scheißt sich aber trotzdem ein bisschen in die Hose. So, und wo wird jetzt endlich hier der Execute stattfinden? Snappy unterm Cat. Versucht natürlich auch da wieder irgendwie zu punkten, aber in der Halle steht man jetzt. Einfach mit 4 Mann jetzt rumziehen, dann sollte man das doch hier eigentlich gemacht haben. Erster Spieler bekannt, schon mal rausgenommen. Jetzt müssen die nächsten folgen. Config, Snappy und Refresh, das sind die beiden. Die drei Spieler, die hier nochmal den Unterschied machen müssen. Config, letzter Überlebender, alleine gegen 4. Auch da wird es nicht klappen, Freunde. So, okay, zweiter Versuch. Lieber Venom, Grüße von Forrest. Habe Nip in Madrid nach der Blast getroffen und habe ihm gesagt, dass du magst seinen Bart. Vielen, vielen Dank, Diveshim.
Phantom kann voll gut zählen, ja, ich weiß. Anni. Vorzüglich, ne? So, und Düha, der hat immer noch nicht genug hier von diesem Spiel. Immer wieder Anteile im Spiel. Es sexy ist toll, er castet heute ohne Tobias wird gestohlen. Sehr gut. So, liebe Freunde, MSL Convict Snappy Refresh, die vier. Mit ihren Pistols müssen gegen eine Equipped Round ran. Und diesmal stehen sie auch in der Halle gebündelt, auch mit ganz, ganz fiesen Winkeln. Die Frage ist nur, hat man hier die Möglichkeit, überhaupt die Spieler reinlaufen zu lassen oder entscheidet sich Aristocracy vielleicht für eine andere Richtung? So, Minais Nummer 1. Jawohl, ihr seht die Frags am Start. Und damit ist Maus hier auf jeden Fall mit einem ganz, 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 ganz wichtigen Frag hier unterwegs. Das könnte hier die letzte Runde sein und Aristocracy setzt sich damit dann 2:0 nach Maps durch. Das ist natürlich auf jeden Fall eine harte Hausnummer. Ja, und Refresh und Nico, die haben auf jeden Fall noch was dagegen. Die wollen hier nochmal die Runden erzwingen. Die haben keine Lust, dass das Spiel hier an die Polen geht. Und dementsprechend steht man hier auch schon mal bereit an der Tür. Passendes Movement. Rallendicher von der Seite. Config und Refresh, die letzten Überlebenden. Gibt es hier nochmal die Knochenregel oder kann man sich gegen die Jungs durchsetzen? Gegen Optic Gaming, gegen das dänische Aufgebot. Und das holt Refresh hier von der Seite. Refresh hier nochmal mit Power. Config auch nochmal Unterstützung. Und wer wird jetzt hier diese Duelle erzielen? Maus steht da an dem Spawn bereit. Von der Seite ist noch Rallen. Maus rausgenommen. Rallen, letzter Überlebender im One-on-Two. Rallen, Rallen, Rallen. Der wird es doch Rallen. Nein, in der Luft tritt Config. Das gibt's doch gar nicht. Und damit holt sich hier das Team von Optic eine wichtige 10. Runde. So, man steht bereit. Man steht bereit für den nächsten Execute. Schöne Molotovs kommen auf jeden Fall rein. Man möchte bei Aristocracy jetzt hier ein bisschen was machen. So,
So, Config in der Ecke bereit, aber Düha sofort wieder mit der Antwort. MSL steht auf dem Spot Refresh ebenso. Und jetzt hat man hier wirklich das Ganze nochmal abgeblockt. Rallen hier alleine gegen Fion Optik. Die schaffen es nochmal die nächste Runde rauszuholen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Das kann doch gar nicht wahr sein. 15 zu 11 ist hier der Spielstand. Und jetzt sollte natürlich auch das Team von Aristocracy, Chris sich nochmal ein bisschen zusammenreißen und gucken, wie weit man hier gewinnt. Ja, habe ich echt, ey. Lustigerweise meldet er sich seitdem nicht mehr. So, 15 zu 11, Freunde. Das wird wieder hier ein Tempowechsel geben. Maus ist schon nach unten gefahren. Der ist im Schacht unterwegs. Und er will das Duell. Und er schafft es nicht, weil er so ein Kacki ist. So, Nico auf jeden Fall mit dem nächsten Frag stark gemacht. Man steht jetzt hier in der Türe bereit. Config möchte hier nochmal Druck aufbauen. Klettert jetzt gerade auf die Bombesbude drauf. Und da ist Minais mit dem Ersten. Trotzdem, es können noch Spieler hier in der City Base sein. Da ist Refresh, Refresh wird jetzt auch rausgenommen. Minais hat nochmal die Unterstützung bekommen. 3-4 Situation, es ist machbar. Für beide Seiten. Snappy raus, Düha! Erfolgreich gegen die Jungs. Und dann müssen MSN und Nico hier dieses Ding nach Hause bringen. Das werden sie wahrscheinlich nicht schaffen. Und das ist es, Freunde! Aristocrates Celeracy schaffen es hier, gegen Optik Gaming sich durchzusetzen. 2-0 nach Maps. Wer hätte es gedacht? Ich jedenfalls nicht, Freunde. Was für eine geile Partie. So, Anni, für Venom würde ich ganz andere Sachen machen und mit ihm auch. Freunde, das war's für heute Abend. Wir hatten Spaß. Wir haben immer Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall eine schöne Zeit. Freunde, geil, 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 geil. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ganz besonders dir, Anni. Freunde, bis dann. Haut rein.